Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Ich wollte gerade Pokémon sagen, nein, das ist Anno 1800. Ja, wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben. War das ein seltsamer Part? Also der letzte Part. Mann, hab ich, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach alles hin und durcheinander gewürfelt. Gut, also, wir haben uns zwar schon mit allen Dingen versorgt. Stahl. Stahl. Die Stahlproduktion. Ich muss unbedingt jetzt die Stahlproduktion ankurbeln, weil wir brauchen Stahlträger. Wir haben so wenig Stahlträger. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um die Stahlträgerproduktion. Das heißt, ich habe hier schon mal den Connector gebaut. Da wir ja hier die beiden Items haben, haben wir schon mal den Elektroingenieur. Oder geil, das ist gut. Das heißt, wir brauchen hier erstmal die Items. Wir packen jetzt schon mal die Sachen rein. Stahlwerk. Das heißt, wir brauchen mehr Hochöfen für statt Stahlwerke. So, das heißt, da wir ja eine Eisenmine haben, produziert es 15. Das heißt, wir haben Hochöfen. Das wird schon irgendwie. So. Von mir aus freigegeben. Dann bauen wir das hier hin. Wir müssen ja erstmal sowieso die Straßen dahin bauen. Bauen wir die. Zeitung, was hast du für mich? Wurstdebakel. So, wie viel haben wir denn? Wir haben 124. Wir können einmal das machen. Machen das noch. Und machen wir veröffentlichen. So. Oh, die Bilanz. Ups. Sie haben an Einfluss gewonnen. Oh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Na gut, okay. 21.000 Bilanz ist okay. Machen wir. Spielen wir aber eben gerade ein bisschen mit der Zeitung rum. Okay. Die nächste ist hier. Dann bauen wir hier eine Straße hin. So. Wie haben wir das jetzt hingekriegt? Oh Mann. So. Dann haben wir hier. Wir haben hier, so, perfekt, Blaupausen, ab geht's. So, wir haben aber noch Punkte, wo wir, da haben wir so. Also das waren zwei Eisenminen, okay. Die Kohlemine, eine Kohlemine ist da und eine Kohlemine ist da und da ist eine Kohlemine. So, dann haben wir das schon mal. So, die eine Kohlemine haben wir hier. Und da haben wir drumherum gebaut, so. Jetzt platzieren wir noch unsere Lagerhäuser. Wir platzieren eins hier, wir platzieren eins hier und eins hier, damit ist das versorgt. So. Und natürlich auch noch eins hier hin. Bereit für neue Befehle. So, die Katishak ist da. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, das Kraftwerk versorgt uns. Ich muss unbedingt wirklich eine einzige Sache. Ich weiß, bitte. Seid mir nicht böse, aber ich werde wohl demnächst eine Mod installieren, die uns definitiv viel, viel weiterbringen wird. Ja, ich habe lange überlegt, ob ich Mods überhaupt installiere, aber es gibt eine einzige Mod, die ich mir installieren möchte. Natürlich ist dann der Spielspaß ein wenig reduziert, aber dadurch, dass das Kraftwerk dann über die gesamte Insel reicht, wird mir so dermaßen das Bauen erleichtern. Wirklich. Aber, wie gesagt, ich muss es noch überlegen. Dafür gibt es ja den Connector. Und wenn ich jetzt Mods benutze, bin ich eigentlich an meinem Projekt vorbeigesprungen. Weil ich wollte ja eigentlich Anno so spielen, wie es sich eigentlich gehört. Also ohne Mods. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ich das darf. Ich lasse euch ein paar Parts Zeit. Und ob ihr das, ja, ob ihr das nicht mögt oder eben halt, ob ihr das lieber, ob ich das lieber sein lassen soll. So, okay. Wir brauchen erstmal jede Menge Ressourcen. Stahlträger haben wir jetzt. Das heißt, wir können uns erstmal die Schienen hier hinbauen, die wir brauchen. Einmal um den Connector herum. Die gehen einmal hier raus und einmal hier rein und raus, meine ich. Dann hier geht's auch nochmal. So. Baumaterial fehlt. Oh, wir brauchen noch Holz. Ah. Ah.
Tada! Da ist die Guinevere. Die hat hier schon Holz mit uns, für uns mitgebracht. Das ist doch super. So, das heißt, die fährt jetzt auch nochmal zurück. Rude übernehmen. Okay, wir brauchen Stahlträger, haben wir. Wir brauchen Ziegel. Ziegelstein. Auf geht's. Steuermann. So, das nächste Schiff hat erstmal Zigarren. Das ist schon mal gut. Nächstes Schiff nimmt Fenster mit. So. Haltet sie auf Kurs. Dann das nächste Schiff nimmt Beton mit. So. Auf Kurs halten. Gut. Ziegel habe ich mit, habe ich mit, habe ich mit. Super, 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 super. Gut. Wir brauchen also noch Holz. So. Gut. Holz haben, ach ja, stimmt, Holz haben wir jetzt. So, jetzt kann ich erstmal die ganzen kleinen Gebäude hier bauen. Wir warten jetzt erstmal ein bisschen Ziegel da. Wir machen das mal ein bisschen schneller hier. Weil wir haben ja eigentlich noch Land der Löwen. Wir haben noch die Nordwestpassage. Wir haben die Spuren der Majestät. Wir haben noch so viel vor uns. Aber hey, und ich bin immer noch an diesem Punkt. Ja, wie gesagt, wenn man zu übertreibt mit den Mods, dann ist es am Ende so langweilig. Das kann ich auch wirklich verstehen. So wie es hier mit der Seife aus. Die Seife wird ordentlich produziert. Aber hey, wir haben ja hier jetzt eine Axum. So, die packen die Axum weg. Damit er wieder alleine macht. Das heißt, wir haben jetzt wieder unsere 3 Millionen. Und holen uns unsere Cutty Shark. Und fahren einfach mal wieder zu unserem wunderbaren Eli Bleakworth. So, die Schiffe sind unterwegs. Nein, ich möchte hier noch nichts machen an dieser Insel. Wir wollen uns erstmal an die Stahlproduktion setzen. Die Menschen, gesagt, wir haben, sie Alter, was ist denn hier los? Warum haben wir einfach so viele Stadtfeste? Das ist doch Wahnsinn. Das ist doch mal geil. Okay, das ist wirklich gut. So, wir haben so viele Ingenieurüberschüsse. Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal so. Wir machen hier nochmal eine Reihe Investoren voll. So. Seht ihr, jetzt haben wir nochmal ein paar Investoren dazugekriegt. Das ist doch super. Unsere Bilanz ist ein bisschen gestiegen. Phonographen brauchen wir immer noch. Haben wir denn schon welche? Ja, ne? Wir haben schon ein paar Phonographen. Ja, Schokolade. Natürlich geht die Schokolade runter. Ist doch klar. Phonographen haben wir. 34 Stück. Ja, ja gut, die Schokolade, die kriegen wir ja dadurch, dass wir hier den Bäcker haben, ne? Hier, den Tortenkünstler. Da kriegen wir Schokolade durch. Wisst ihr, hier... Ne? Wenn ich das mal so überlege. Hier, bis hierhin reicht es. Hier, ne? Warum machen wir das nicht so? Wir schieben einfach das Gebäude hier mal ein bisschen. Ah, ne, geht ja nicht, ne? Sollten wir mal. Ja, doch, geht. Okay. Wir könnten das Gebäude mal hier verschieben. Und einfach mal hier mal ein paar von den Hauptgebäuden hier oben. Einfach mal in Richtung Strom schieben. Dass die dann hier. Strom versorgt werden. So. Und der vielleicht auch noch? So. Ja. Schauen wir mal. Tatsächlich. Habe ich jetzt alle Gebäude getroffen? Ne, ich habe noch nicht alle Gebäude. Ne. Und ich verschiebe nochmal erstmal mit nach oben. Jetzt haben wir alle Gebäude in der Reichweite. Das. Ja, das wird auch mit Strom versorgt. Das wird auch mit Strom versorgt. Super. Sehr gut. Brot wird also jetzt ordentlich produziert. So muss das sein. Und wir kriegen natürlich auch, dadurch, dass wir den haben, alle fünfte Mal Schokolade. Sollte eigentlich die Schokolade wieder ein wenig steigen. Sehen wir dann, ne? So. Jawohl, alle Schiffe sind angekommen. Wir machen hier weiter. Weil seit, glaube ich, ein paar Wochen. Das ist schon ein paar Monate sogar schon her. Unterstützt ja auch Anno offiziell den Mod-Support, ne?
Also wenn wir bedenken, heute haben wir den 27.10. und ich glaube, das hat seit letztes Jahr schon offiziellen Mod-Support. Und da es sich ja hierbei nicht um illegale Sachen, weil Anno 1800 bietet ja den Mod-Support an. Ich gehe jetzt einfach mal, ich speichere mal ab, gehe mal kurz in den Titelbildschirm. Und hier unten, seht ihr? Mod-Browser. Seht ihr? Kann ich annehmen und ich kann den Mod-Browser. Das ist offiziell. Ich darf sogar Mods offiziell benutzen. Das sind dann hier so diese Mods, die ich nie benutzen würde wollen. Oder Specialist Item Pack. Das sind alle so richtige Sheet-Mods. Oder hier, Warehouse Loading Ramps. Ne? Oder Big Oil Pump Radius. Das ist auch, die Spice It Up. Ne? Das sind schon interessante Mods. Aber ja, mal gucken, ich überleg's noch. Ne? Es wird mir halt so ein bisschen helfen, um schöner zu bauen. Weil ich bin schon lange, ganz, ganz lange schon über mein Ziel hinausgeschossen. Was eigentlich mein richtiges Ziel war. So, das Kraftwerk wird angefeuert. Das sollte ja eigentlich dann, was ist, genau, zusätzliche Waren, Beinfurtkraftwerke und Elektro. Brandgefahr ist ganz, ganz wenig. Aber wir können trotzdem, ja, seht ihr, Brandgefahr ist gering. Ne? So, sollte er uns eigentlich Öl da reinschieben? Wir erweitern das mal ein bisschen. Und dann bauen wir schon mal so langsam unsere Produktionen auf. Baumenü ist natürlich wieder gesunken. So. So, hier ist Kohle und Eisen. Uns fehlen jetzt Bretter. Und hier nochmal Ziegelsteine. Ja gut, dann holen wir uns nochmal Bretter. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ja, warte mal. Könnten wir machen. Polter die machen Polter. Wir auch. Hören Sie Fregatten. Neue Befehle, Admiral. Da sind sie. Angriffsformation. Flaggschiff. Wir greifen unsere Reihen hier an. Auf Ihren Befehl. Wenn wir Pech haben, verlieren wir unsere. Ach Gott, guck mal. Die machen das schon alleine. Mein Konto macht es alleine. Der macht das komplett alleine. Meine Schiffe, bevor die Schiffe alle ankommen. Ja, dann. Ja. Bevor die Schiffe alle ankommen. Warte mal, wir machen das jetzt mal so. Wir treffen uns mal an einem Ort hier. Haltet sie auf Kurs. Warum hast du hier Ziegelsteine? Okay. So, wir treffen uns mal an einem Ort, damit wir halt durch. Jetzt erstmal hier. Also damit ich erstmal meine Schiffe wieder alle habe. Steuermann! Und dann gönnen wir uns die Cutty Shark und holen uns mal das Item, was er haben möchte. Ah ne. Thesos ist gerade im ersten. Bruder, übernehmen! Cutty? Nein, stehen bleiben. Hier bleiben. Danke. Bleib bei Eli bitte stehen. Danke. So. Genau, wir brauchen noch mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Dann haben wir hier unseren Clipper. Wir schieben da mal das ganze Holz drauf. Und ab geht's. Weißt du, was ich geil finde, wenn man so was ähnliches, also nicht so ein Pendlerkai, sondern so ein Lagerkai, wo einfach alle Lager miteinander verbunden sind. Das gibt's bestimmt irgendwo. Weil, wie gesagt, ich möchte ja nicht jetzt irgendwie die so krassen, harten Mod-Cheats rausholen. Das ist ja auch langweilig. Also es wird auch langweilig am Ende. Weil so Quality of Life-Sachen, dass ein Kraftwerk über das die ganze Insel reicht, das wird das Spiel natürlich dermaßen umkrempeln. Aber mich dementsprechend auch verdammt unterstützen.
So, Theseus hat jetzt zur Stelle aufgenommen. So. Oh gut, Cutty Shark, was hast du denn noch für uns? Oder beziehungsweise Eli. Hast du noch vielleicht irgendwelche Items, die uns nützlich sein könnten für unsere Stahlproduktion? Ja, hier zum Beispiel den Luftschiffkanonier haben wir aus Versehen, glaube ich, mal gekauft. Sonst hätten wir den nicht auf Lager. So. Lotse. Bierhöfe, alle Schiffwerften. Demonologe. Rezeptarchivarin. Okay. Okay, nee, nichts dabei. Den haben wir ja schon. Den haben wir schon da. Eloy Blitzingenieur für Sicherheit. Ah, okay. Nee. Geschäftsmann. Was beeinflusst Kraftwerk und Elektrizität Kraftwerk? Eieieiei. Das ist doch mal richtig gut, eigentlich. Richtig gutes Item. Hat halt keine Brandgefahr und verbraucht weniger. Komm, wir nehmen die einfach mal mit. Wenn wir schon mal dabei sind, können wir sie auch mal mitnehmen. Polier. Nee, Polier brauche ich nicht. Alle Bohrtüme? Nee. Lotse? Ist halt nicht wirklich. Der Magnetiker, da ist er doch. Danke. Endlich mal wieder ein Item, was wir gut gebrauchen können. So, genau. Den hier. Sind hier unterwegs. Wollen wir den hinschicken. Damit dieses Kraftwerk eben halt auch sich selbst versorgen kann. Und uns mit weiter Öl versorgen kann. So, wo bleibt denn unser Schiff mit Holz? Erwarten Holz, neue Holz, Holz, Horizonte. Da ist Holz. Oh, warte mal. Einsatzbereit. Dahin. Sind Sie soweit? Überaus. Dankeschön. Segel setzen. Hm, ja gut, okay. Sie ist jetzt weniger unterwegs. Ne, das schiebe ich da rein. So. Wir brauchen unbedingt noch bessere Schiffe, aber nein. Sind unterwegs. Stahlträger. Holz, Holz, Holz. Ist Holz angekommen? Jawohl. Super. Gut. Wisst ihr, wie weit das Kraftwerk nur reicht? Ist nicht weit. Brandgefahr, zusätzlich Öl, Stahlwerke. Ja, das ist schon. Das ist schon was Cooles hier eigentlich, ja. Aber hey, wir machen das jetzt mal was anderes. Wir werden mal einen anderen Ort finden, wo wir ein Kraftwerk hinbauen. Ne, wir bleiben bei dem Kraftwerk hier. Wir schieben aber dieses Gebäude hier hin. Und schmeißen den nur hier rein, um einfach das Kraftwerk zu unterstützen. Hi. Wir schieben... Oh, ups. Ihr habt nichts gesehen. So, wir machen hier jetzt noch sie hier rein und den Magnetiker. Und das produziert halt selber noch Öl. Arbeitskräfte erforderlich. Das braucht fast gar nichts mehr. Und produziert für sich selbst noch Öl. Bedeutet, wir können den Connector nochmal bauen. Oder nee, wir bauen... Brauchen wir den Connector gerade? Oder bauen wir einfach nur normales Kraftwerk? Wir machen jetzt einfach mal so. Komm, wir bauen jetzt nochmal den Connector. Den bauen wir hier hin. Bin ich am Überlegen gerade. Ne, warte mal, wir machen das jetzt so. Wir bauen das Ding hier. Haben... Das hier, ne? So. Bauen es auf. Schieben erstmal
Das Item. So. Dann bauen wir links und rechts jeweils Lagerhäuser. Und dann umranden wir die. So. Ja, genau. Das ist einmal umrundet, das ist super. So, jetzt bauen wir die Stahlträger auf. So, Hochöfen. Und ein Stahlwerk. Und dann schauen wir mal, wie viele Stahlwerke wir damit verbinden können. Ich denke, pro Hochofen können wir zwei Stahlwerke bauen. Glaube ich. Ja, das. Nee, doch nicht. Es produziert 4, das heißt, wir brauchen noch einen Hochöfen. Und wir bauen jetzt einfach mal hier so ein bisschen die. Das hier ein bisschen auf. Voller. Ups. Und da wir aber. Ja, seht ihr? Müssen wir aufpassen. Es reicht hier einfach nicht. Wir brauchen unbedingt diese Mod. Also ja. Das heißt, ab dem nächsten Part werde ich mit Mod spielen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Weil ich brauche diese Mod. Ich will diese Mod haben, weil wenn wir jetzt noch ein Kraftwerk hier auf der Insel bauen, ich will jetzt unbedingt auch alle. Ja, wir müssten eigentlich auf Feras und wir brauchen eigentlich unbedingt. So. Genau, die Stahlproduktion ist angekurbelt. So. Wir brauchen noch ein Stahlwerk. So. Dann haben wir. Wir brauchen noch mehr Höfen. Und jetzt natürlich struggelt unsere Eisenmine. Definitiv. Wir haben nicht genug Eisen hier auf dieser Insel. Kohle? Wird wahrscheinlich auch nicht ausreichen. Nee. Das heißt, wir brauchen definitiv hier mehr Eisen und Kohle auf dieser Insel. Aber wir bauen jetzt erstmal das, was wir können. So. Damit ihr live dabei seid, speichern wir ab. Gehen ins Titelbildschirm. Gehen in den Mod-Browser. Und suchen uns. Siehst du hier Sheet? Das ist doch doof. Wir suchen uns den Mod jetzt mal raus. Weil wenn ich jetzt auf Sheet drücke. Bigger Gas Pump, Item Buildings, Bigger Alpha Pump. Das sind alles Sheets, ne? Das ist. Hier nochmal Royal Texas Removed. Das ist Wahnsinn. Nee, danke. Deswegen. Eine Sammlung? Ah, nee. Da habe ich keine. So, jetzt suchen wir uns das mal raus. Warte mal. Wir machen jetzt hier Kraftwerk. Werk. Okay. Power Plant? Ach, das ist Power Plant und Storage Increased. Okay. Haben wir mehr Platz. Oh, gibt's das nicht irgendwie anders? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, ich gebe mal einfach Range ein. Ah, hier. Da, sag ich doch. Palace Increased. Range Overlay Adjustments. Das wollte ich haben. Ah, das ist auch wieder. Hier, achso, Power Stations. Gas Generator, increase range from 50. Das ist nicht viel, seht ihr das? Das ist ein bisschen höher. Okay, abonnieren. Ach, ich muss mich noch anmelden. Okay, dann mache ich das mal eben. Bis gleich. So, die Anmeldung war erfolgreich hier. Ich habe mich angemeldet. Just Vents bin ich jetzt hier oben. Abonnieren. Es ist abonniert. Es ist meine Sammlung. Es ist tatsächlich schon aktiviert. Okay. Deaktivieren, aktivieren. Okay. Schauen wir mal, ob das schon was gebracht hat. Okay, er hat jetzt gerade neu gestartet. Und angewendet. Okay, Daten werden neu geladen. Okay. Schauen wir mal. Ja, ja. Ja, ist schon in Ordnung.
Es ist okay. Es ist ja, wie gesagt, es bringt mich nur ein bisschen weiter. Ich werde jetzt nicht so hardcore harte Mods installieren, wo ich meine Produktion so dermaßen übertreiben werde. Oder zum Beispiel bei den ganzen Händlern, die wir dort haben, dass wir da die alle Items zur Verfügung stellen. Ich möchte einfach nur, dass das Powerplant ein bisschen größer ist. Seht ihr das? Jetzt reicht das sogar bis hierhin. Hier ist es noch nicht angekommen. Seht ihr hier? Das ist hier noch nicht angekommen. Das heißt, ich müsste es noch mal ein bisschen anpassen. Aber das ist hier nicht so schlimm. So. Aber jetzt ist es wahrscheinlich hier auch ein bisschen größer geworden. Tatsächlich ist es noch nicht so weit bis hier hingekommen. Aber es ist hier oben angekommen. Na gut, das haben wir ja auch schon hier. Das sind, glaube ich, alle. Wie sieht es hier aus? Hier oben ist es auch noch nicht angekommen. Bitte? Kraftwerke sind also noch nicht so übertrieben groß geworden. Seht ihr das? Ja. Warum haben wir keine... Machen wir hier keine Arbeiter mehr? Nur zu wenig Arbeiter. Mist? Ja, toll, ne? Marité habe ich ja hier schon. Haben wir hier noch irgendein Item, was... Nee. Lassen wir bald das da drin. Wir bauen jetzt einfach mal. Naja, die Decke ist in Ordnung. Rathaus. War Rathaus, ne? Ja. Hier noch ein Rathaus hin. Halt ein bisschen nervig, aber gut. Darauf trinke ich. Machen wir das jetzt. Wo schmeißen wir jetzt ein Rathaus hin? Schmeißen wir jetzt einfach mal. Das ist ja überlappende Radius, ne? Okay, wir haben das jetzt einfach mal. Zufriedenheit. Ja. Jetzt haben wir erstmal hier oben ein paar Arbeiter. Und wie sieht es hier aus? Wollen wir eigentlich... Aber hier haben wir, ne? Ja, hier haben wir so viele Bauern. Die Menschen lassen sie hochleben. Okay. Warum war das jetzt gerade durcheinander? Welche Insel... Wo haben wir so viele Bauern? Wo holen wir gerade unsere ganzen Bauern her? Stimmt hierher, ne? Ne, hier ist auch kein Bettlerkai. Oh, gute Frage, ne? Wo holen wir unsere Bauern her? Hier? Nein. Hier? Nein. Hier, ne? Ja, hier holen wir unsere Bauern her. Das ist wahrlich das Paradies. Wir haben hier keinen Fisch mehr? Wo ist der ganze Fisch hin? Wir haben hier keinen Fisch mehr. Echt jetzt? Tatsächlich, wir haben hier tatsächlich keinen Fisch mehr. Uiuiuiuiui. Deswegen haben wir so wenig Bauern. So viele Unarbeiter. So, wo ist der Fisch? So. Das baue ich hier nochmal. An Erpressung. Ich nochmal eine weitere erhöhte Fischproduktion hier auf. So. Ich habe tatsächlich hier kein Fisch mehr. Wahnsinn. Der Fisch war einfach weg. Gone. Ja, passiert, ne, wenn man halt alles aufbaut und nicht drauf achtet. Dass noch einmal kein Fisch mehr auf Lager ist. So, das sollte erstmal ausreichen. Hätte ich nicht gedacht, dass Fisch so schnell alle geht. So. So, jetzt geht's auch wieder höher. Ah.
So, da, hier seht ihr Arbeiter, die gehen auch wieder höher. Sauber. So ist das. So, genau. Wir haben hier jetzt eine bessere Eisenmine, die produziert das jetzt auch. Aber Kohle, ne? Die Kohle fehlt noch. Ja, die Kohle muss noch. Das heißt, wir brauchen unbedingt irgendwelche Items, die die Produktion von den Minen erhöhen. So, wir haben doch bestimmt hier noch irgendwie ein Item. Neue Befehle? Um das ein bisschen zu regeln, oder? Lehmgruben? Nein. Wir haben hier noch den Polier. Kaltmarschel. Nicht so viele Items hier. Okay. Dann schauen wir mal bei ihm. Alles bereit. Ist da noch ein Schiff? Nee, da ist. Wo ist unsere Cutty Shark? Koordinaten gesetzt. Die ist da ganz unten. Halleluja. Die ist da ganz unten. Wo ist Theseus? Segel setzen. Der ist näher dran. Lager voll. Natürlich ist das Lager voll. Ist doch klar. Ja, wie gesagt, dies hier, das ist jetzt eine wirklich eine ganz, ganz kleine Mod gewesen, die die Reichweite ein wenig erhöht. Und das ist auch gut so. Das, mehr möchte ich auch nicht. Ne? Weil sonst übertreibe ich. Das will ich nicht. Ne, hier, das könnte vielleicht noch mal ein bisschen höher sein. Aber ihr seht, bis hier. Ne? Guck mal wieder, wo das Kraftwerk jetzt hinreicht. Das hier auch, das Kraftwerk hier. Das hat jetzt auch eine erhöhte Reichweite. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen tricksen. So, jetzt ist es hier sogar auch komplett. Super. Super, super, super. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir noch Items finden, um uns ein bisschen zu unterstützen. Schon steht bereit. Totale Lehmgruben, Zement und Bauxitminen. Jagdhütten. Was ist noch ein. Okay, Sektkellerei. Okay. Theseus? Neue Befehle? Wir befinden uns in bester ein Gesellschaft. Abt oder AB. Okay, Theseus, du holst dir das Item. Und bringst das erstmal dahin. Steuermann! So. Gut für unsere Waren später. So, weiter geht's. Goldschmiede. Wartungskosten. Siederei. Hier ist noch der Bäcker. Hier ist noch die Schauspielerin. Alle Schiffswerften. Hier ist noch. Oh, der Magnetiker. Den nehme ich. Natürlich nehme ich doch noch mit. Wenn er direkt auftaucht, nehme ich ihn auch direkt nochmal mit. Klar. Aber wenn der Magnetiker da ist, könnten wir theoretisch nochmal ein Kraftwerk bauen. Gerhard der Architekt. Alle Ziegeleien und Betonwerke. Der ist auch gar nicht so schlecht, ne? Das ist Wahnsinn. Aber nee, brauchen wir nicht. Wir brauchen irgendwas, was die Produktion erhöht. Ja, wenn wir mal, ja gut, unseren Feras, den kriegen wir leider nur über die Weltausstellung und über unsere Isabella Samento. Ich glaube, die hat das, glaube ich. Wenn ich mich nicht vertue. Ich bin mir nicht sicher. Alle Wohnhäuser, alle Besucherhäfen. Okay. Den haben wir tatsächlich noch nicht. Okay. Gut. Dann haben wir hier unseren Besucherhafen. Segel setzen! Genauso wie letzte Saison. Unser Besucherhafen. Wollen wir denn hier unsere. Zeit in Pendler. Was siehst du denn aus? Bist du krank? Warum sehen die. Adäquat. Der ist okay. Aber warum sieht die so bläulich aus? Keine Ahnung warum. Die Frage ist jetzt, haben wir unter den Schiffen? Wir haben keine Hafenmeisterei. Okay, der Besucherhafen ist so weit weg. Warum kriegst du keinen Strom? Wieso kriegst du keinen Strom? Hä?
Bin ich aber ein bisschen verwirrt. Warum kriegst du keinen Strom? Interessant. Fühlt sich keine Schiffe in einem Bauwaldschlange. Ach so. Fehlende Elektrizität. Das Öl ist weg. Ach du heiliges Grauen. Das Öl ist hier. Shit. Wir haben kein Öl mehr. Warum haben wir so Ölprobleme? Okay. Wir haben kein Öl mehr. Oha. Okay. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so Probleme mit Öl kriegen. Der ist tatsächlich leer. Oh shit. Wir haben tatsächlich kein Öl mehr. Wow. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dementsprechend Kohleprobleme kriegen. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir Probleme mit dem Öl kriegen. Schoner steht bereit. Ja. Das war das kam unerwartet. Wirklich. Du hast hier noch 300 Öl. Du hast hier... Okay, dann bauen wir hier nochmal eine... Wir haben keinen Einfluss mehr, ne? Mist. Ja. Gut. Warum jetzt immer so? Wir brauchen den Einfluss gerade. Also den Magnetiker. War das noch? Werkstatt, Nebengruben. Okay. Hey, nicht gedacht. Wir helfen, wo wir können. Dass wir tatsächlich an einen Punkt kommen, wo wir kein Öl mehr haben. Bereit für den Einsatz. Ja, gut. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so harte Probleme mit dem Öl kriegen. Ja gut, wir könnten jetzt noch eine Ölfabrik in die neue Welt, war das in die neue Welt? Ja, in die neue Welt produzieren, aber die mögen das ja auch nicht. Weil ich hätte nicht gedacht, dass wir kein Öl mehr haben. Krass. Wirklich. Wirklich, wirklich, wirklich. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr. Erwarten so, warte mal, wir machen jetzt nochmal so hier, Handelsroutenmenü. Das, Die Menschen lassen sie hoch. Stahlträger. Und dann auf die Hauptinsel. Dann haben wir das schon mal in diesem Part erledigt. Okay, gut. Ja, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt die Mod aktiviert habe, ist eben halt auch die Produktionsgeschwindigkeit unter qualitativen Gesichtspunkten geht es uns ausgezeichnet. Ist natürlich die Produktion dadurch, dass ich ja. Ja, also wie gesagt, wenn ich die Reichweite erhöht habe, ist die Produktion natürlich verstärkt. Okay. Im Insellager habe ich kein Öl. Das heißt, ich muss mich jetzt dann doch im nächsten Part um die Ölproduktion kümmern. Gut, okay. Das wird was. Dann haben wir als nächstes das Ziel, zu gucken, ob wir irgendwo noch mehr Öl produzieren können. Wir haben nicht mehr so viele große Inseln. Ich schaue mal gerade hier auf das hier. Wir brauchen hier natürlich Arbeiter und Arbeiter haben wir nicht. Das heißt, wir werden auf dieser Insel hier nochmal ein paar Arbeiter hochziehen. Das heißt, Seife und Schule brauchen wir. Und Zufriedenheit brauchen wir Bier. Ne, wir brauchen einfach nur Seife und Schule. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder zu Anno 1800. Bis dann. Ciao.